Warum ist der Shake für mich jetzt so wichtig? Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute ist Montag, das heißt Thema Fitness und ja, heute ist Heiligabend. Deswegen sind meine Haare nass. Ich habe mich tatsächlich mal geduscht. Alle 365 Tage muss das mal sein. Spaß beiseite. Heute ist Montag, das heißt, es geht um das Thema Fitness. Heute ein Thema, was für alle Leute, die auf jeden Fall zu dünn sind, beziehungsweise der Meinung sind, dass sie zu dünn sind, extrem wichtig ist. Und zwar Thema Shake. Ich muss persönlich sagen, ich glaube, der Shake ist das Mittel, was mich dazu gebracht hat, so viel zuzunehmen. Und das ist auch der, für mich im ersten Bezug der einzige Weg gewesen. Warum? Erstmal überhaupt, was ist überhaupt ein Shake? Unter einem Shake verstehen viele Leute im Bereich Fitness, dass man Wasser mischt mit Eiweiß, Proteinpulver und das dann trinkt. Das ist ein Proteinshake oder ein Eiweiß-Proteinshake, wie man das auch immer nennen möchte. Und ja, das ist ein Shake. Aber die Shakes, von denen ich rede, sind keine Eiweiß-Protein-Shakes, sondern Shakes in Bezug auf, es ist ein Getränk bzw. ein flüssiges Nahrungsmittel, bestehend aus anderen Nahrungsmitteln, die man zusammenführt und dann trinkt. Warum ist der Shake für mich jetzt so wichtig? Also, ein Shake kann ich trinken, das heißt, ich kann mir diesen Shake fertig machen und kann den trinken, wo auch immer ich will. Egal, ob ich in der Schule sitze, egal, ob ich auf der Arbeit bin, den Shake kann ich überall trinken, den kann ich zu Hause trinken. Und ja, jetzt gucken wir uns das mal an. Wir haben jetzt beispielsweise so eine Flasche Wasser, das ist jetzt 1 Liter. Wie lange braucht ihr, wenn ihr wirklich diese Flasche austrinken wollt? Das ist 1 Liter, ungefähr 1 Kilo. Wie viel Zeit braucht man, um das hier auszutrinken? Ich denke, wenn man sich Mühe gibt, schafft man das in unter 1 Minute. Und so ein Shake komprimiere ich mir immer auf 1 Liter. 1 Liter Wasser denkt man jetzt vielleicht, okay, das geht ja fit. Und 1 Liter Shake denkt man vielleicht, das könnte ein bisschen zu viel sein. Da kommt es natürlich auf die Zusätze an. Was packe ich in diesen Shake mit rein? Und für mich ist dieser Shake einfach eine so gute Stütze, weil ich es schaffe, in einen Shake 1500 Kalorien reinzubringen, den zu trinken und das innerhalb von 5 Minuten. Ich schaffe innerhalb von 5 Minuten den Shake fertig zu machen, den Shake zu trinken und sogar noch wieder alles abzuwaschen. Und 5 Minuten 1500 Kalorien für einen Hardgainer, für jemand, der sehr viel essen muss, sehr viele Kalorien zu sich nehmen muss, um aufzubauen, ist schon sehr gut. Im Vergleich, 200 Gramm Reis haben ungefähr 700 bis 800 Kalorien. Das heißt, ich müsste 400 Gramm Reis fressen, um so viele Kalorien zu kriegen, wie ich diese 5 Minuten in diesem Shake investiere. Dazu muss ich sagen, so ein Shake ersetzt natürlich nicht die normale Ernährung. Wir packen in diesen Shake nur natürliche Produkte rein, das heißt sowas wie Haferflocken, Honig, Erdnussbutter, Früchte, Beeren, man kann da alles Mögliche reinmachen, das ist auch das Coole daran, aber das und ersetzt natürlich nicht die normale Nahrungszufuhr. Das heißt, ich trinke jetzt nicht morgens einen Shake und abends einen Shake und esse dann dazwischen gar nichts mehr. Ich habe eine Zeit lang tatsächlich morgens und abends einen Shake getrunken, aber auch das nur als Zusätze. Ich habe dann jeweils 1000 Kalorien getrunken, dann hatte ich 2000 Kalorien, Grundumsatz eines Erwachsenen, Anführungsstrichen ungefähr 2200 Kalorien. Damit hatte ich das dann schon mal abgedeckt und konnte dann mit 2, 3 Mahlzeiten den Tag über meine Kalorien so weit aufbauen, dass ich auf 4.500 bis 5.000 Kalorien gekommen bin. Und so habe ich es dann geschafft, auch Masse aufzubauen. Das heißt, dieser Shake ist für mich wichtig gewesen, weil ich es nicht geschafft habe, am Anfang so viel zu essen. Und auch heute, nach 4 Jahren Training, nutze ich diesen Shake immer noch. Ich trinke immer noch jeden Abend meinen Shake. Mittlerweile hat er keine 1600 Kalorien mehr, sondern 1300. Aber das ist egal, beziehungsweise passe ich dann die Kalorien an. Aber wenn man sich diese 2 großen Mahlzeiten spart den Tag über und dafür lieber einen Shake trinkt, ist das für mich wunderbar. Weil ich kann jetzt eine richtig fette Mahlzeit gegessen haben und kann mir eine Stunde später diesen Shake reinhauen, wenn ich jetzt auf zeitlich irgendwo begrenzt bin. Aber ich könnte mir nicht eine richtig fette Mahlzeit reinhauen und eine halbe oder eine Stunde später nochmal so eine fette Mahlzeit. Und natürlich sollte man seine Mahlzeiten den Tag über anpassen. Aber wenn ich jetzt um 20 Uhr nach Hause komme, was esse, dann ist es 20:30 Uhr. So, jetzt kann ich natürlich sagen, ja, okay, 1,5 Stunden später was essen, weil ich um 22 Uhr mich langsam im Bett fertig machen will. 1,5 Stunden später was essen, dann habe ich ja richtig viel in meinem Körper. Ey, das bringt ja gar nichts. Gut, lasst ihr das Essen weg, fehlen euch aber diese 1000 Kalorien. Das heißt, ich esse lieber öfter hintereinander, weil ich Zeitdruck habe, als die Mahlzeiten wegzulassen, damit ich nicht so viel auf einmal esse. Das heißt, man muss natürlich seine Prioritäten auswiegen. Natürlich bringt es nicht so viel, wenn ich mir 2, 3 Stunden am Tag übel den Wanst voll fress und dann nur chill. Dann verbrauche ich auch mal die Nährstoffe. Die Nährstoffe können gar nicht alle verarbeitet werden. Thema Trinken, ganz wichtig.
Die Nährstoffe können gar nicht alle verarbeitet werden und gehen so durch meinen Körper durch. Aber es ist immer noch besser, als von Anfang an zu sagen, ja, nee, lohnt sich nicht. Weil es lohnt sich 100%. Ich habe nicht diesen vollen Effekt, das ist okay, das ist verständlich, aber es lohnt sich definitiv. Und deswegen ist der Shake für mich persönlich die einzige Lösung gewesen. Ich habe jetzt mittlerweile auch einen Shake, der hat um die 1200 Kalorien. Den trinke ich in 8 Sekunden. Also ich brauche 8 Sekunden, um diesen Shake zu trinken. Ich brauche ungefähr eine Minute, um den fertig zu machen mit Wasser, dies, das, alles Mögliche. Brauche dann nochmal 8 Sekunden zum Trinken und wasche dann noch eine Minute ab. Das heißt, in unter 3 Minuten, in 3, 4 Minuten ist das ganze Thema komplett abgegessen. Ich habe 1200, 1300, je nachdem, wie ich Bock drauf habe, Kalorien. Und so kann ich meine Kalorien immer aufstecken, dass ich am Ende des Tages auf meine gewünschten Kalorien komme. Falls euch das Thema interessiert, falls euch interessiert, was es für Shakes gibt, wie man die am besten zubereitet, meiner Meinung nach, dann lasst es auf jeden Fall in den Kommentaren, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Gebt dem Video eine positive Bewertung, dann weiß ich Bescheid, dann werde ich höchstwahrscheinlich im nächsten Video einige Shakes vorstellen. Das wäre jetzt einfach zu viel gewesen, würde ich einmal nur sagen, dass Shakes nicht nur Eiweißpulver mit Milch sind. Ich beispielsweise mache in meinen Shake gar kein Eiweißpulver mehr mit rein. Also ich konsumiere jetzt seit ein paar Wochen gar kein Eiweißpulver mehr. Ich habe keins mehr und ich brauche es halt auch nicht, weil ich durch die ganzen anderen Zusätze, die ich in den Shake reinmache, auf genug Eiweiß komme. Falls euch das wie gesagt interessiert, dann lasst eine positive Bewertung da. Dann sehen wir uns im nächsten Video und dann werde ich euch vorstellen, was ich für eine Zusammensetzung in diesen Shake reinpacke, um auf meine gewünschten Ergebnisse zu kommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, Leute.